Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns an CD Arberg und dort wird ich ein GA3 und mein allererstes GA5 reiten. Und ich habe heute Morgen gezöpfelt, gestern habe ich ihn nicht gewaschen. Und ja, das ist heute immer so ein bisschen schwierig mit der Anspannung. Und heute werden auch zwei Prüfungen parallel laufen. Das einzige Problem ist natürlich, dass dann, wenn ich vom einen Feierig bin, das andere nicht so weit weg ist. Mir wird sicher die Leute vom anderen Feierig hören und ich muss wirklich mich konzentrieren und ruhig bleiben. Plus kommt dazu, dass ich rund eine Viertelstunde nach dem GA3 direkt zum GA5 muss reiten. Das heisst, weder Umsatz, also absatteln noch sonst irgendetwas, eigentlich ohne Pause geht weiter. Und dann weiss ich auch nicht, wie viele Leute auf dem Abreitplatz werden sind, weil es hat für beide Viereck nur einen Abreitplatz. Und dann muss ich auch noch schauen, ob ich den auf dem Abreitplatz will oder ob ich halt einfach nur auf dem Fahrviereck anreite, weil ich will mich halt nicht noch mehr hässig machen, wenn er dort mit so vielen Rossen auf dem Abreitplatz ist, weil er das ja nicht so gerne hat. Und allgemein, ja, ist das Ziel heute eigentlich einfach ruhig zu bleiben und beide Programme eigentlich so ohne grobe Fehler können durchzureiten. Klar, im GA3 wäre es schön, wenn wir sicher die Prozent von DS hätten, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und im GA5, ja, weiß ich halt noch gar nicht, ich bin noch nie geritten. Kurz klappt in letzter Zeit wieder schlechter. Galoppschritt und Schritt-Galoppübergänge sind eigentlich, wenn ich sie gut vorbereiten kann, nicht schlecht und auch der Galoppwechsel über Trab klappt eigentlich immer ganz gut. Also es ist eigentlich abgesehen von der Kurzkehrt, wenn ich mich wirklich zusammennehme und konzentriere, soll es funktionieren. Aber auch, ja, wenn ich halt irgendwie nur 50% habe, sie wäre einfach schon 50% erreichen, wo ich finde immer unter 50% ist halt wie schon nicht bestanden. Aber ich glaube, wenn wir uns das wirklich zusammennehmen, dann lehne ich nicht völlig zu viel ausgehend wegen der 2-4 oder wegen der 2-Glocke oder irgendetwas, dann sollte das, glaube ich, funktionieren. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video.
dress on, we'll leave this town and drive till we can't recognize.